Hallo ihr Lieben, ja herzlich willkommen zu diesem neuen Video und wie ihr seht geht es weiter in dem Fotoalbum mit der Seite, die ich heute der lieben Brigitta Lamprecht widmen möchte. Es sind noch zwei, also mit der Brigitta zusammen sind es noch drei Personen, die ich jetzt noch bis jetzt in diesem Album verewigen möchte, beziehungsweise die schönen Sachen, die ich bekommen habe. Heute ist die liebe Brigitta Lamprecht dran, beziehungsweise ihre schönen Sachen. Dann habe ich noch zwei, oder beziehungsweise eine erwarte ich noch, und dann werden es noch zwei. Die kommen dann auch noch hier rein. Ja, und dann ist diese Phase vorerst beendet, weil dann, also dann habe ich erstmal keine Happy Mail mehr zu verarbeiten. Das hört sich jetzt auch komisch an, aber ja, so ist es eben. Ich habe jetzt noch dann mit der, sind es insgesamt noch drei, ne? Und dann schauen wir mal. Dann werde ich entweder mal selber noch da drin gestalten, also normal gestalten mit meinen Sachen, oder natürlich mache ich dann auch wieder was anderes. Aber heute widmen wir uns mal diesen wunderschönen Sachen. Ich habe jetzt zum zweiten Mal angefangen, weil ich war schon mal so weit fertig mit ein paar Dingen, die ich aufgeklebt habe. Ich zeige euch aber gleich die Schritte, weil das musste ein bisschen trocknen und deswegen habe ich das schon mal ein bisschen vorbereitet. Das ist aber nicht so schlimm, das sind ganz einfache Schritte gewesen. Das werde ich euch dann gleich zeigen. Genau, das sind jetzt erstmal die schönen Sachen, die ich verarbeiten möchte. Also sie hatte mir ja wunderschöne Rechnungsdokumente, ganz alte Rechnungsdokumente zukommen lassen. Und auch solche wunderschönen Vintage-Objekte und Spitze und so weiter. Das werde ich jetzt alles versuchen, in eine wunderschöne Seite zu verwandeln. Ich habe mich überwunden, einmal wirklich jetzt Originalpapier davon zu verwenden, weil eine Kopie jetzt zu machen, also das sind, hatte ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt, die schönen Sachen, hier habe ich auch schon was vorbereitet, das werde ich gleich so verwenden. Und das hatte ich mir ausgesucht, um das zu verarbeiten, und eventuell möchte ich noch das hier verwenden. Genau. Ich wollte jetzt keine Kopie davon machen und das dann bearbeiten, weil das ist ja nicht das Gleiche. Deswegen, ich habe mich tatsächlich überwunden, mal hier zwei bis drei Seiten zu benutzen. Einmal eine beschriftete und dann von diesen Blanko-Blättern. Ich habe jetzt eins hier schon mal draufgeklebt von den Blanko-Blättern, damit das hier etwas stabiler ist, weil die sind schon wirklich sehr, 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 sehr dünn, ne? Ich weiß gar nicht, was das für ein Papier ist. Das noch Pergamentpapier ist oder so. Nun ja, auf jeden Fall habe ich mich, wie gesagt, ich musste mich wirklich, für sowas muss ich mich überwinden, das zu benutzen, weil sonst würde ich, mache ich eigentlich eher mal Kopien davon. Aber jetzt nehmen wir einfach das Original und von dem Rest, das werde ich natürlich hüten wie einen, wirklich wie einen Schatz, ne? So, und das ist auch so eine wunderschöne Karte, ne? Das versuche ich gleich auch als Tasche irgendwie zu verarbeiten. Also ich habe schon ein paar Ideen, wie ich das gerne gestalten möchte. Dann hatte ich, wie gesagt, ich hatte schon einmal angefangen. Und zwar habe ich, wäre jetzt hier diese Blanko-Seite, ne? Jetzt bin ich aber schon hergegangen und habe hier ein bisschen mit Schablone gearbeitet. Hier machen wir natürlich auch gleich wieder was Schönes rein. So, und dann habe ich schon mal diese Serviette benutzt. Die habe ich jetzt einfach da drunter aufgeklebt und habe da drauf ein Blankoblatt von diesem ganz dünnen Papier geklebt. Erstens, weil ich auch wissen wollte, wie das überhaupt reagiert, ne? Nicht, dass ich dann hinterher hier anfange und da stehe und das funktioniert nicht so, wie ich mir das denke. Aber da sind so ein paar kleine Luftblasen drunter, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil da zu wenig Kleber ist. Aber ich kann damit leben. Ich finde das auch gar nicht schlecht, wenn das so ein bisschen wellig ist. Und
Ich finde es ganz okay. Und es sollte natürlich auch etwas trocknen, deswegen habe ich das schon mal vorbereitet. Also mehr habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ne, da klebt jetzt also nur dieses Blankoblatt mit über der Serviette. So. Genau. Und hier habe ich auch schon mal ein bisschen halt nur einfach mit Schablone gearbeitet. Und dann geht es halt auch ein bisschen schneller. Ja. Genau. Ja, weil. Zum einen auch, ich meine, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz lieb für eure lieben Kommentare, die ihr mir immer schreibt. Da muss ich auch nochmal sagen, dass ich da mich sehr, wirklich sehr drüber freue und das mich auch sehr motiviert, da weiterzumachen. Und das ist wirklich so. Also ich freue mich da so, dass ich, dass auch viele schreiben, dass das nicht lang, dass das nicht zu lange ist und dass sie sich sogar freuen, wenn es schön lang ist, das Video und so weiter. Und da bin ich auch, das stärkt mich auch wirklich ein bisschen in meinem Selbstvertrauen, hier das weiterzumachen. Ne? Ist ja klar. Weil das gibt halt Dinge, die dauern eben. Ne? Ich kann ja jetzt, gut, ich könnte weniger reden und mehr basteln, aber ja, es gibt halt Dinge, so eine Seite zu gestalten, das dauert seine Zeit und. Ja, ich habe auch ein paar, man bekommt auch halt ein paar nicht negative Kommentare, kann man das eigentlich auch nicht nennen, aber so kleine Beschwerden, dass es halt irgendwie mal zu lange wäre. Und ja, das ist einfach dann so, ne? Dann muss man halt eventuell weiter spulen, vorspulen oder ja, was soll ich dazu sagen, ihr Lieben, ne? Das ja. Muss jeder selber wissen, wie er schaut, ne? Ich mache einfach so, wie ich meine, dass es halt richtig ist. Und wie gesagt, jetzt für so eine Seite, die jetzt zu bearbeiten, das dauert natürlich ein bisschen. Und ja, da muss man dann halt gucken, was man sich da so anschauen möchte. Ne? Okay, aber im Großen und Ganzen ist es einfach immer positiv und das freut mich schon sehr. Ne? Genau, also dann genug gepetzt. Dann wollen wir mal weitermachen. So, jetzt haben wir hier dieses wunderschöne Schriftstück. Daraus möchte ich gerne einen Tag machen. Ich habe mir also ein bisschen, natürlich bereite ich auch Dinge vor, weil das wäre ja sonst wirklich, das würde man vielleicht auch sogar dann 2 Stunden gehen oder wie auch immer, ne? Also aus diesem Blatt mache ich jetzt hier einen Tag. Ich werde auch wahrscheinlich einen Teebeutel verwenden, den möchtest. Also das wird jetzt ein bisschen dezenter, sag ich mal, als der Vorgänger vom letzten Mal. Da hatte ich ja hier dieses opulente, dunkle, Gothic-ähnliche gestaltet von der lieben Elfriede. Aber heute wird es wieder etwas mehr, also richtig Vintage, denke ich mal. Und es wird auch neutrale Farben, in neutralen Farben bleiben, bis auf Blau. Ich möchte natürlich auch hier dieses Band verwenden, was die liebe Brigitta mir zugeschickt hat. Da habe ich schon ein bisschen hier so getackert und da schauen wir gleich mal. Aber ansonsten wird es wieder mal so typisch für mich werden, denke ich mal. So, okay, dann wollen wir auch loslegen. Das habe ich ja alles schon vorbereitet. Jetzt machen wir mal mit diesem Tag weiter. So, dann werde ich jetzt einfach hier etwas von drauf kleben. Genau, ich werde das jetzt erstmal hier so drauf kleben und dann ausschneiden. Ja, das fällt mir natürlich sehr schwer, hier sowas zu zerreißen oder zu zerschneiden, ne? Es ist mir schon schwer gefallen, das überhaupt so zu benutzen, aber nun ja, jetzt ist es so und wir machen es so, weil alles andere wäre ja auch irgendwie Blödsinn, ne? Genau. Für diesen Fall ist das ja okay, wenn man da jetzt diese Originale verwendet. Ja, und wie die liebe Uschi Stoffels auch immer sagt, ne? Die Sachen wollen ja auch ans Licht, ne? Und gesehen werden. Und immer nur das Sammeln ist ja auch irgendwie blöd, sag ich mal. Dann hat man einen Haufen Sachen, aber verwendet sie nicht. So, mal schauen, was ist denn jetzt hier so besonders schön?
Ja, ich nehme jetzt einfach mal hier wirklich den oberen Teil und das lasse ich auch so. Da werde ich jetzt nicht großartig was wegreißen, das wird so bleiben. Muss ich mal beiseite legen. Ja, aber ich sag mal, so wirklich richtig original alte Sachen, da, also geht das schon wieder los hier. Ja gut, natürlich verwende ich da auch schon Sachen, möchte ich die verwenden, aber manches kann man einfach nicht benutzen, ne? Also das wird dann halt kopiert. Und da hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, als ich damit angefangen hatte, mit dem Journalen und auch mit dem Anfangen von zu sammeln von diesen alten Sachen, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwie das dann nicht verwenden könnte. Aber es ist so, ne? So. Ja. Okay, dann hatte ich vor, hier ein bisschen zu kollagieren. Ich möchte natürlich, dass man so viel wie möglich hier von diesem Papier sieht, ne? Darum werde ich das noch kleiner reißen. Oder so rum. Nee. Ja, ich kann jetzt auch nicht in so einem längeren Video, wie so, oder diesen Videos, die ich gerade jetzt halt hier mache mit dem Journal, da kann ich jetzt auch nicht ellenlang immer so viel erzählen, weil, ja, was soll ich da großartig viel quatschen, ne? Ist ja auch gar nicht möglich, oder ja, könnte man schon, aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Dann sind halt auch schon mal ein paar ruhigere Minuten dabei. Das stört ja auch manchmal den einen oder anderen etwas, ne? Aber es ist halt, wie es ist. Und wie gesagt, da muss man dann halt schauen, wie weit man halt spulen kann oder manchmal, ja, ich gucke mir ja auch nicht manchmal so stundenlange Videos von vorne bis hinten an oder selten eigentlich, ne? Dann unterbreche ich mal oder mache was anderes und gucke dann weiter oder spule halt einfach vor, ne? Das ist ja auch gar nicht möglich, dass man da manchmal 2 Stunden, das ist ja dann wie ein Film oder so, aber so konzentriert kann man ja auch gar nicht bleiben, ne? So. Dann möchte ich da gerne so ein hübsches Bild, altes Bild da drauf haben. Diesem süßen Mädchen. Ich überlege, das so zu rahmen. Ne? Eben kurz noch mal gucken, wie es eventuell dann aussehen soll. Wo habe ich jetzt? Ist auch immer lustig, wenn die Sachen so verschwinden, obwohl sie gerade noch da waren. Hier dieses alte Vintage-Bild. Das soll ja auch gleich noch hier drauf. Wieso? Das kommt, mache ich gleich noch ab hier.
Ja, also viel mehr wollte ich auch jetzt auf diesen Tag gar nicht machen, weil sonst ist, ihr seht schon, dann ist das wieder alles verschwunden, dieses schöne Papier, ne? Das ist ach ja. Oder nur das Bild und hier noch so ein bisschen Spitze einfach nur. Ja, das ist das, wenn man das spontan macht, ne? Dann, ich denke mal, vielleicht doch lieber so, weil ich möchte, wie gesagt, ganz viel von diesem Papier sehen, ne? Das ist halt einfach jetzt diese Obsession. Ja, muss ja auch nicht immer so überladen sein, ne? Ich finde, das ist jetzt auch, wenn das so schlicht ist, auch ganz schön, ne? Ich denke mal, so werde ich es wohl eher machen, weil das nimmt mir schon zu viel weg hier. Das werden wir dann anderweitig verwenden. So. Aber den Rahmen werde ich so belassen und dann kleben wir das einfach mal an. Wie gesagt, es kann auch sein, dass sich da noch was ändern wird, wenn ich dann auch, wenn ich das soweit im Video fertig habe oder so, kann es sein, dass ich aber trotzdem noch im Nachhinein Dinge ändere. Aber das werde ich euch dann natürlich in einem anderen Video, zeigen. Ja, das reicht doch eigentlich auch schon. Muss doch nicht immer so extrem viel benutzt werden. Sage ich jetzt so, weil ich, wie gesagt, ich möchte einfach, dass dieses Papier so extrem noch sichtbar bleibt, ne? Deswegen wird das so mein Tag sein jetzt, würde ich mal sagen. Aber hier oben machen wir noch ein kleines bisschen Spitze dran. Das ist auch alles von ihr hier. Übrigens eine sehr schöne Farbe bekommen. Ich denke mal Kaffee. Aber es irgendwie schimmert das so. Da klebt was. Irgendwie schimmert das. Ah, das ist der Anfang, glaube ich. So etwas ins Altrosa, finde ich. Oder es liegt halt an der Spitze. Die hat das so angenommen dann. Ne? Den Kaffee oder so. Keine Ahnung. So, dann machen wir einfach so ein bisschen so eine Schlaufe. Das war knapp. Ja, das war jetzt hier ein bisschen knapp. Mal gucken, dann vielleicht muss ich das noch ein bisschen ändern, aber
Ja, das ist doch eigentlich schon mal ganz hübsch. So, dann geht's hier weiter. Werden wir hier noch ein bisschen von dem Rest benutzen. Ja, ist ja, jetzt habe ich hier unten schon so viel Schrift benutzt, ne? Jetzt fällt das gar nicht mehr so auf. Ja, schauen wir mal so. Oder warte mal, ich mache das vielleicht. Nee, das sieht man dann auch kaum. Ich möchte jetzt diesen Teebeutel, ich möchte, dass der auch durchsichtig bleibt. Sonst, ich könnte natürlich hier auch wieder irgendwie was drauf machen. Pappe oder so, aber das möchte ich nicht, weil ich möchte, dass man alles weiterhin dadurch sehen kann. Das, wie gesagt, das wird eine relativ schlichte Angelegenheit heute. Dann habe ich hier noch so einen Rahmen, den wollte ich vielleicht benutzen, um den hier hinzumachen. Ich lege das erstmal kurz so hin, wie ich mir das so ein bisschen vorgestellt hatte schon. Dann habe ich ja hier, wie gesagt, schon mal ein bisschen so die Spitze bearbeitet. Ich habe das einfach nur zusammengetackert, nicht genäht. Weil das kann man auch schön tackern. Für Leute, die keine Nähmaschine haben, ne, kann man auch schon mal mit den Tacker benutzen. Und das mache ich wahrscheinlich hier so an den Rand. So, ich habe das ist ein sehr starkes Königsblau, ne? Und das habe ich halt so ein bisschen abgedämpft, indem ich die Spitze halt da drüber gemacht habe, anstatt da drunter. Und das sieht dann nicht ganz so bam aus. Aber sehr, sehr schön, finde ich. Genau, und dann wollte ich hier diesen... Ja, da eigentlich, weil das ja wäre ja eigentlich schon verarbeitet auf dem Tag, ist es jetzt aber nicht. Von daher muss ich mal gucken, wo ich das noch unterbringen kann. Ich denke mal, das werde ich mir nochmal anders überlegen. Aber ich möchte hier raus, aus einer Karte, nur halt mit einem anderen Motiv, so einen Tagspot machen. Tagspot. Ja, da ist auch dann so ein schöner, wunderschöner Briefumschlag bei, so ein kleiner. Da habe ich da schön den zweiten, den werde ich hier gleich auch benutzen. Da habe ich mir auch schon was überlegt, was ich damit mache. Das machen wir aber später. Auf jeden Fall möchte ich hier raus, wie gesagt, weil das bietet sich von der Form auch an. Jetzt hier oben so ein Tagspot machen. Da kann man auch alles so lassen, wie es ist, mit dem Schleifchen hier. Das schaut dann da raus. Und da möchte ich natürlich dann mein Tag drunter stecken können. So. Das war der Plan. Und den setzen wir jetzt einfach mal so um. Genau. Erstmal. Ja, da ist auch blau drin. Das finde ich auch sehr schön. Hier ist die blaue Blume. Und der Rahmen hat auch einen Blaustich. Das passt doch eigentlich super zusammen. Okay, so gefällt mir das. Ja, hier der Teebeutel. Man den vielleicht noch ein bisschen bearbeiten sollte, indem man vielleicht noch etwas stempelt.
oder ob ich das einfach so schlicht belasse. Ich möchte ihn auch jetzt nicht abreißen, weil irgendwie finde ich das alles so ein bisschen schön, wenn das so grungy ist. Stempeln kann man ja immer noch. Ich werde es jetzt einfach mal so aufkleben. Dann nehme ich Serviettenkleber. Ach ja, vielleicht erstmal, Moment, das noch. Lalala, geht schon wieder los. Einmal falsch rumgeklebt, so rum. Ja, die Serviette, die da drunter klebt. Vielleicht hätte ich da besser noch so eine Seite genommen. Aber ich finde, es fällt schon auf, dass das hier unterschiedlich ist. Ne? Sieht man also eigentlich schon. Von daher, hätte ich jetzt so eine Original genommen, dann würde es wahrscheinlich weniger, noch weniger auffallen. Von daher, ja, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. So. Dann werden wir das mal aufkleben. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten mache, dass das auch so relativ stramm dann da drunter sitzt. Ich denke mal, ich werde es bis hierhin festkleben. Ja, dann habe ich natürlich dann hier auf der Seite auch einmal diese Form jedenfalls. Da sieht man ja eigentlich gar nichts. Da muss ich mal gucken, das werde ich wahrscheinlich dann überkleben hier, ne? Ob das so funktioniert jetzt, dass das da drunter bleibt, kann ich jetzt schlecht testen, weil der Kleber ist ja noch nass. Müssen wir halt mal schauen, ob das so klappt. Okay, dann machen wir mal den Rahmen. Im Großen und Ganzen wäre das eigentlich schon fast fertig. Ich werde jetzt noch diese Spitze hin aufkleben. So, ist die Frage, werde ich das hier unten so glatt lassen oder werde ich das auch tackern? Aber ich glaube, mir gefällt das auch ganz gut, wenn das hier unten noch so ein bisschen runterhängt. Und ich werde es auch nur bis hierhin kleben und das hier so locker lassen. Ich schneide mal einfach etwas ab. Ja, so reicht das auch.
Also einfach nur bis zu der Tackernadel und der Rest hängt dann hier so ein bisschen locker rum. Wahrscheinlich wird das vielleicht noch ein bisschen geändert, irgendwie, dass da vielleicht doch noch was dazu kommt. Aber da muss ich halt einfach mal gucken. Ich muss sagen, es gefällt mir aber auch so schlicht manchmal ganz gut. Muss nicht immer alles so überladen sein, ne? Dann haben wir ja noch unseren Tag. Oh ja, da seht ihr, habe ich zu knapp getackert, muss ich noch mal lösen. Ich glaube, die Katze ist im Anmarsch. Ja, die ist momentan, hat die da eine andere Schlafzeit. Oh nee, sie geht woanders hin. So. Ja, das kann man hier irgendwie so schlecht bei dem Tacker sehen, wo der tackert. Das sieht schon besser aus. So. Ja, aber das sieht doch eigentlich schon ganz süß aus, muss ich sagen. Mal mich mal wieder selber etwas loben. Ach Gott, ja. Ist ja keiner da, der mir das jetzt so direkt sagen kann, ne? Ja, hier muss ich mal gucken, ob das so bleibt, ob das so hält oder ob das zu locker ist. Ja, ich kann das jetzt noch nicht so darunter schieben, weil sonst bleibt es ja hier kleben, ne? Ich denke mal, dass es vielleicht noch ein bisschen weiter runtergeklebt werden kann. So, aber im Großen und Ganzen wäre das dann meine Seite. Eine schlichte, neutrale Vintage-Seite, die mir aber sehr gut gefällt. Vielleicht kommt da noch was zu, vielleicht werde ich hier noch ein bisschen stempeln oder, aber das muss ich mir wirklich dann noch, das habe ich jetzt so, das ist jetzt wieder sowas, wo ich nicht so ganz spontan Sachen sagen kann, dass ich das mache, weil da kann ich in also meinem Empfinden auch viel falsch machen. Obwohl ich ja immer sage, ja, also eigentlich sagt man ja, man kann ja nicht viel falsch machen, weil dann ist es eben so, ja, aber es ist mir natürlich auch sehr wichtig, weil das ja eine spezielle Angelegenheit hier ist. Da bin ich natürlich auch ein bisschen aufgeregter, weil das soll natürlich jetzt auch funktionieren. Gleich könnte natürlich auch noch mal irgendwie eine neue anfangen mit den anderen, noch mit anderen Dingen, die ich habe davon. Aber ich möchte natürlich auch, dass das alles so direkt klappt. Okay. Dann, ach ja, genau, dann haben wir ja hier noch diese typische Seite, die wir auch immer dazu gestalten wollen. Da habe ich auch ganz, habe ich auch nur vor, was Schlichtes zu machen, nämlich einfach nur so ein auch so ein transparentes Bild und den Schmetterling dazu. Das würde mir hier schon reichen und dann hier werde ich auf jeden Fall stempeln. Und dann habe ich ja noch den Umschlag zu gestalten. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da. Weil der Umschlag, der wird vielleicht noch hier so dran gepinnt. Jetzt klebe ich aber erstmal das eben ein, damit das schon mal trocknet. Ja, das ist, wenn etwas auf Anhieb funktionieren soll,
muss, will ich nicht sagen, aber soll, ja, es soll ja wirklich jetzt, das soll ja wirklich auf Anhieb klappen, weil die Sachen sind mir sehr, sehr wichtig und wertvoll für mich. Und darum soll das ja auch klappen. Dann ist das natürlich immer noch meine Spur aufregender, wenn man dann da so bastelt. Vor allem mehr oder weniger, live ist es ja nicht, aber das ist ja jetzt das Video und das schneide ich nicht, das bleibt so und dann muss das natürlich so funktionieren. Ja, das würde mir schon reichen. Zuerst hatte ich eigentlich hier vor, das kann ich euch ja auch mal kurz zeigen, wenn ich es finde. Es knistert jetzt ein wenig, weil, ups, muss mal eben was aus dieser Tüte krausen. Ja, da habe ich es. Zuerst hatte ich vor, das ist nämlich auch von der lieben Brigitta Lambrecht gewesen, dieses Seidenpapier. Hatte ich ja schon mal da diese eine Seite mitgestaltet. Ich wollte eigentlich hier eine Mohnblume ausschneiden. Die habe ich schon aufgemalt. Nicht eine, sondern mehrere. Und die wollte ich eigentlich hier reinmachen. Aber das Rot gefällt mir jetzt leider nicht zu diesem Blau, weil das würde völlig, das würde mich irritieren. Ne? Und darum habe ich das dann wieder verworfen. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie Seidenpapier jetzt mit so Alkoholinks oder mit Kaffee reagiert. Das werde ich aber im Nachhinein nochmal testen, ob ich das eventuell verfärben kann. Aber ich glaube, das löst die Farbe, die verändert sich, die löst sich dann auch irgendwie auf oder beziehungsweise das ist ja auch so wie Serviette und das geht vielleicht auch kaputt und darum habe ich das erstmal verworfen, aber mal sehen, das werde ich vielleicht noch irgendwann in einer anderen Sache benutzen, ne? In so einem durchsichtigen Papier, aber das war der erste Plan und dann wie gesagt mit dem Blau und allem, das würde jetzt sich nicht so gut vertragen, finde ich. So, das werde ich jetzt so zukleben, weil das einfach so bleibt. Da braucht man gar nicht mehr nachdenken. Ja, in diesen Videos geht es ja jetzt nicht unbedingt um das Gestalten an sich. Das ist ja natürlich, aber da gibt es ja hunderte von Videos, die man sich da angucken kann und so weiter. Aber es geht ja auch um die Dinge, die ich bekommen habe und die ich jetzt benutze und einsetze. Und das ist ja auch das Spannende an diesen Videos, finde ich. Weil das Gestalten an sich ist ja das, ne? Kann man ja wirklich ganz viel schauen. Aber jetzt speziell mit diesen Dingen halt, das ist halt hier so ein bisschen das Interessante, glaube ich. So. Einmal kurz Stempel. Ich nehme wieder meinen Lieblingsstempel. Aua. Habe ich mich gestochen? Nee, an der Säge hier liegt so ein Sägeblatt. Ja, warum liegt da ein Sägeblatt? Ja, das nehme ich, das ist so ein, Moment, so ein ganz verrostetes, altes, das nehme ich schon mal zum Papier abreißen, ne? Sieht dann auch schön aus, die Kante. Und das steckt da halt so manchmal blöd und da muss ich aufpassen. So.
Das reicht auch schon, ne? Heute bleiben wir mal etwas dezenter. So, und dann geht es auch schon hier an die Schreibseite. Jetzt habe ich das noch übrig. Da habe ich schon mein Papier gemacht. Das ist ja auch noch eine alte Buchseite, die ich zu einer Schreibseite umfunktioniert habe. Jetzt hatte ich eigentlich vor, auch diese Serviette da vorher zu benutzen, aber da ich jetzt noch hier viel von diesem schönen Papier übrig habe, werde ich das natürlich nehmen. Muss ich nur mal gucken, ob ich das noch verkleinere. Da so rum. Eigentlich hatte ich auch noch vor, diese wunderschöne Karte auch von ihr, von der lieben Brigitta, das ist eine Postkarte, als Tasche zu verwenden. Und zwar hier wollte ich die so als Tasche benutzen. Und dann wird es hier wieder mit diesem Papier so knapp. Aber heute bin ich sehr unschlüssig und sehr unentschlossen und unsicher, wie ich das gestalten soll. Ich denke mal vielleicht, oder wir machen es einfach so. Passt das? Ja, wird knapp, ne? Ihr Lieben, da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie ich das machen soll. Ich denke mal, dass ich jetzt vielleicht es doch anders mache. Und zwar werde ich diese wunderschöne Seite hier drauf kleben, dass alles, was drauf passt. Ich werde das als Tasche benutzen. Und dann kommt da einfach so eine Papierseite. Wahrscheinlich ist die jetzt etwas zu groß, aber ich habe auch noch kleinere. Die werde ich dann einfach so in die Tasche benutzen. Und da kann man ja dann auch drauf schreiben und wieder da reinstecken. So. Aber da muss ich jetzt zugeben, das ist jetzt ein bisschen nicht geplant, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das so mache. Ich glaube, das verwende ich nicht. Das ist. Passt jetzt nicht mehr dazu. Und dann wollte ich euch ja noch hier mit dem Umschlag was machen. Ich denke mal, das könnte so vielleicht dann aussehen, ne? Hier werde ich vielleicht was anderes benutzen. Da muss ich mal, oder vielleicht stelle ich extra was her dafür. Einfach so ein Schreibblatt. Aber so in etwa könnte es dann aussehen. Das werde ich jetzt aber noch nicht festkleben, weil da bin ich mir jetzt noch nicht 100% sicher. Und das zeige ich euch dann halt beim nächsten Mal. Dann machen wir einfach noch hier diesen kleinen Umschlag. So, ich muss mal kurz eben ein bisschen hier wegräumen, weil sonst habe ich hier gleich keinen Platz zum Kleben. So, das ist der Umschlag von dieser Teekanne, von der Vintage-Teekanne. Ja, die möchte natürlich auch irgendwie noch benutzt werden. Ja, das ist natürlich auch viel dann, ne, auf der Seite. Aber passt auch irgendwie, ne? Ja.
Schauen wir mal. Das werde ich euch dann einfach in der nächsten Folge zeigen, ob ich das so gemacht habe oder ob ich es verändert habe. Aber hier war, wie gesagt, dieser Umschlag noch bei. Ein kleiner, wunderschöner Umschlag. Und da habe ich halt mir überlegt, da mache ich nochmal so einen Overloaded-Umschlag draus. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Ich muss das mal anders beiseite räumen kurz. Einen Moment. So. Da habe ich ja schon mal auch ein Video, das könnte ich mal verlinken. Das heißt, da kommen jetzt einfach ein paar Objekte rein. Die werden hier festgeklebt und dann gucken die hier oben einfach raus. So, und da haben wir einmal eine wunderschöne große Libelle. Das klebe ich jetzt halt einfach alles nur an den, an den, an das, an die Lasche dran, ne? So, und die ganz kleinen, diese Objekte halt auch einfach, ne? Dass die so da oben rausschauen. Kann auch schon mal überall so ein bisschen Kleber hinmachen, dann braucht man das nicht alles einkleben, benetzen, dann hat man schon hier den Kleber. Es muss auch gar nicht so viel sein, einfach so ein paar Elemente. Ja, da ist ein bisschen zähflüssig hier. Muss ich mal eine andere Flasche nehmen. Ja, und das ist eigentlich schon fast alles. Hier kann man noch ein paar Sachen draußen ankleben, wenn man möchte. Das hatte ich auch schon so geplant. Ja, und das wäre mein kleiner überladener Umschlag. So, den es wird ein bisschen chaotisch jetzt hier, wenn es voll wird. Okay. Genau, den könnte man dann halt auch noch. Eigentlich wollte ich ihn hier so hinter pinnen mit einer schönen Büroklammer. Ja, ist ja doch sehr voll geworden. Da rede ich von dezent und dabei ist hier doch ganz schön was los, ne? Ja. Ich glaube, das gefällt mir aber sehr gut hier, auch mit der Kanne. Da werde ich die vielleicht, das werde ich wahrscheinlich abtrennen. Also ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Das ist bei mir immer so am nächsten Tag. Ich gucke mir das morgen an irgendwie und dann sage ich, entscheide ich, ob das wirklich so bleibt oder ob ich was verändern will. Aber ich glaube, das gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, der lieben Brigitta Lamprecht gefällt das auch, auch wenn es jetzt hier noch nicht ganz fertig ist. Aber das wird wahrscheinlich so ungefähr so aussehen.
Und ich hoffe natürlich, euch gefällt es auch allen. Und dann würde ich sagen, bin ich mit dieser Seite und den Sachen von der lieben Brigitta auch soweit fertig. Ja, ist dann doch also recht viel geworden, ne? Aber doch irgendwie, also nicht zu viel. Man gewöhnt sich auch langsam an die große Fläche. Also ich muss sagen, so allmählich komme ich da schon besser mit klar, das zu gestalten. Und ja, es macht doch wirklich Spaß. Und es wird immer dicker und voller. Ja, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video war mit 51 Minuten wieder im Rahmen. Und ansonsten sage ich einfach vorspulen, vorgucken, was ihr euch interessiert oder wie auch immer. Und ansonsten für alle, die das mögen, Dankeschön dafür. Und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Video. Tschüss!